So, servus, grüßt euch und willkommen bei der nächsten Unboxing-Folge mit Gaxle, Twitch, YouTube, Co. und Gedönse hier. Schön, dass ihr da seid. Wenn ihr noch mehr von Gaxle Unboxing sehen wollt, na, dann natürlich schnabbeln, abonnieren, kommentieren und liken. Schaut bei Twitch vorbei, droppt ein Follow, kostet euch nichts und hilft mir beim Wachstum. Technikus hat erneut gegönnt. So eine Schweinerei, halbe Belästigung hier. Wenn ihr Bock habt zu sehen, was Technikus noch gegönnt hat, Link in the description below. Mal schauen. Also, erstmal eine schöne Verpackung. Was haben wir hier? Wir haben Mio Mix. Ist das ein Handy oder was? Oder ist das ein Mixer gewesen? Passend ein Messer dazu geholt. Orange. Ne, das ist eine Maus, ist das hier. Eine Maus ist das gewesen. Einfach Maus Main. Smart. Craftsmanship. Und Technikus natürlich auch im Chat natürlich. Ihr wollt es nicht entgehen lassen. Okay, ultra geile Maus. Verpackung wiederverwertet. Super Technik, so muss das sein in heutigen Zeiten. Also, wir müssen hier mal operative Arbeiten vornehmen. Erstmal so. Einmal. Und das ist halt hier. Das ist ja hier. Wie ist denn das? Techni? Was soll das hier machen, oder? So. So. Hier, glaube ich. Hier. Das ist ja halbe Doktorarbeit hier. Hast du das Ding gemacht? Wie geht denn das überhaupt auf? Ist hier zum Aufklappen? Was hier zum Aufklappen ist das? So. Hier. Nix, Cut. Das ist real. So. Also ich habe das jetzt, also immerhin ist schon mal ein Teil offen, aber ich habe nichts erreicht. Also, ich weiß nur, dass ihr schnabbelieren, kommentieren und liken müsst, mehr nie. Normalerweise ist es so zum... Oh Mann, ey. An der Seite, in der Mitte, wo drei Klebstreifen kleben. Also, nächstes Mal schickst du mir einfach eine Aldi-Tüte. Also, das ist ja... Das kannst du dir nicht vorstellen. Das kannst du dir nicht vorstellen. Aber das Paket ist offen. Was haben wir denn hier? Gags4 Keep Racy. Das ist sogar mit Ausdruck hier. Herzlichen Dank für den kostenlosen Erwerb eines unseres hochwertigen Produkts aus der Keep Racing Serie. Unter laborähnlichen Bedingungen und der Verwendung von Hochtechnologie aus der Raumfahrt wurde dieses Produkt mit äußerster Präzision und Liebe hergestellt. Ich glaube, mehr Liebe als Präzision, wa? Nachhaltigkeit und Umweltschutz sind neben ihrer Zufriedenheit unser Anspruch. Uiuiui. Eine sorgfältige Qualitätskontrolle sowie eine wiederverwendbare Verpackung sollen zudem ihren Spielspaß fördern. Also ich kann die Packung safe nochmal verwenden hier. Und den Weg zu einem Top-Player in der E-Sports-Liga fördern. Ach du Scheiße, jetzt geht's aber los. Yes. Na klar. Wenn nicht ich, wer dann? Sollten Sie dieses Produkt nicht aus der Keep Racing Gags Limited Edition Serie bezogen haben, beachten Sie bitte die Konstruktionshinweise auf der linken Seite. Sichern Sie sich Ihren Platz auf dem Podest an oberster Stelle. Alleine die Teilnahme zählt nicht. Technikus 4/2022. Krass. Wer braucht schon Anleitung? Ich bin ein Mann. Danke dir. Danke dir. Schön geschrieben. Echt geil. Das ist ja noch besser als das Produkt selber. Sogar noch Tinte zum Farbdrucken gemacht. Oder hast du das auch mit 3D-Drucker gemacht? Heftig. Oh, das ist schon fertig beklebt alles. What? Krass. Das ist ja voll... Ey, wow. Hast du das nochmal geschliffen oder was? Oder gefeilt? Weil das sieht schon... Das hast du doch bestellt. Das kannst doch nicht du gemacht haben. Krass. Krass, krass. Da kommt Kalle. Da kommt Kalle. Dann noch ein anderes Lenkrad hier. Und ein anderer Aufsatz. Ist der kleiner? Ja, okay, der ist kleiner. Geil, Mann. Geil, Mann.
Hey, vielen, vielen herzlichen Dank. Krasse Scheiße, ey. Das ist ja ultra. Nix. Ist das so klar gedruckt oder was? Nee, Techni. Hier sieht man, dass es ein bisschen verwurschtelt ist. Da gibt es einige Punkte hier. Hier gibt es einige Punkte, da vielleicht gerubbelt, gehobelt. Da fallen ja auch Späne, ist ja normal. Okay, nice. Also, ist wie in diesem Video. So rummelig ist es ja. Schön, die Zähne greifen noch toll ineinander. Ist besser als das andere. Also, ultra. Hier. Da. Echt wunderschön. Wunderschön. Und das hier ist eine kleine Version von dem Lenkrad. Sehr gut geworden, ja. Sehr gut geworden. Heftig. Kann man das ohne, dass ich das zerbreche, wechseln? Aber ich wechsle erstmal nicht. Also. Also die Packung, das war schon, also die Packung war schon, also eine Challenge. Und dann jetzt das hier. Kann sich sehen lassen. Kann sich sehen lassen. Krass, krass. Sehr geil. Okay, na dann schauen wir mal. Ich habe hier nicht den Controller, was wir nicht getestet haben, ist, ob das PlayStation-Bild geht. Das müssen wir dann nochmal machen. Aber erstmal hier anwurschteln. Kann man das so drehen in sich? Ja, okay, okay, das kann man so in sich drehen. Dann kann ich es ja so hier anmachen. Hier. Da dran, geht schon mal. Und dann so hier anklipsen. So. Wow. Okay, die Richtung geht nicht ganz. Warte. Hier ist richtig und die Richtung ist hier ab dem hier so schwer irgendwie. Das muss ja noch angeklipst werden, oder? Du musst Hupe nach oben drehen. Hier. Jetzt hat. Jetzt hat haben wir's. Ja, ich hatte Angst, da zu drücken, Alter. Jetzt hat haben wir's. Schau, ich muss ja hier umklemmen. Und hier geht's ja bis zu dem USB-Ding, USB-C. Alles klar. Fühlt sich. Das ist ein bisschen schmutzig hier, aber egal. Fühlt sich. Wenn das so sieht. Na, das passt doch. Musst du ja nicht. Das Ding kostet, ist teuer, Mann. Gab's zum Glück mit der PlayStation mit. Hier beim Zahnrad ist direkt hier das Ende. Und hier, ja, das passt. Perfekt. Mehr geht eh nicht reindrücken, glaube ich. Nö. Es passt. Also es sollte perfekt passen. Ist aber. Es ist weniger Spielraum als bei der beim Xbox-Ding. Ab diesem Bereich ist es immer ein bisschen schwerer hier, aber das liegt, glaube ich, am Analogstick. Das ist, glaube ich, der Analogstick hier. Da muss ich ein bisschen putzen an dem, dass er vielleicht bappt oder so. Okay. Scheint zu gehen. Jetzt ist halt die Frage, ob die PlayStation geht. Warte. Fährt sich aber gut. Also ich muss sagen, fährt sich echt gut. Ist halt bei Formel 1 so eine kleine Todeszone, aber nicht so schlimm wie in 2020. Also ich halt immer noch finde, wenn man komplett nach rechts greift, ist unnatürliche Bewegung. Dann muss man am besten loslassen und dann erst danach greifen hier. Deswegen hatte ich mir überlegt, dass Kleine vielleicht doch besser ist. So hast du mehr Spiel eigentlich. Müssen wir mal gucken, muss man testen. Aber ist geil, ja, super geil Technik, krasse Scheiße. Und schau mal, es passt sogar, imagine. Hast du ja so geschwitzt, weil du keinen Controller hast, es passt einfach. Man darf nicht vergessen, die meisten Hilfen sind ausgestellt, wegen Lenkradfahren. Nur TCS ist auf 2. Da kann man, wenn man mit Controller fährt, ein bisschen noch was dazu schalten. Yo.
Oh. Das ist ein bisschen spät. Der hat einen Lenkwinkel hier. Huch. Aber geht gut, Technik. Fühlt sich gut an. Ne? Mhm. Fühlt sich gut an. Und das funktioniert, wenn das Auto halt nicht ausschert. Wow, wow, wow. Bei dem ist halt schwerer zu korrigieren, weil du doch die Lenkbewegung machen musst. Abschlussfazit für heute. Werdet ihr noch mehr damit fahren? Ich werde auch in Zukunft einige Videos finden. Also alle, also fast alle Racing Games. Ich spiele nur noch mit dem oder mit dem. Deswegen schön schnabbernieren, abonnieren, kommentieren und liken, wenn es euch gefallen hat. Und ich kann sagen, geiles Teil. Man muss sich halt dran gewöhnen. Geiler Brief. Hat eine Menge Spaß gemacht, das zu testen und zu unboxen. Ich habe natürlich im ersten Versuch die Packung aufmachen können. Und ja, was soll ich sagen? Damit endet die nächste Unboxing-Folge mit Gexle. Bis zum nächsten Mal.